Ob eine Hüftdysplasie vorliegt oder nicht, das entscheidet der Arzt. Das kommt dann meistens durch eine Ultraschalluntersuchung bei Vorsorgeuntersuchungen auf. Es gibt aber auch Anzeichen, wo man daheim selber feststellen kann, ob vielleicht was nicht stimmt. Das ist zum Beispiel, wenn die Beinlänge des Kindes unterschiedlich ist oder wenn die Abspreizung von den Beinen unterschiedlich weit möglich ist. Das Hüftgelenk im Allgemeinen ist die Verbindung zwischen Becken- und Oberschenkelknochen. Bei einer Hüftdysplasie handelt es sich um eine Fehlbildung, die entweder angeboren ist oder im Laufe der Zeit sich entwickelt. Was ist das jetzt einfach erklärt? Also die Hüftpfanne, in der der Hüftkopf zentriert drin sitzt, ist entweder nicht richtig entwickelt oder fehlgebildet. Das heißt, der Hüftkopf kann nicht zentriert gefasst werden. In extremen Fällen kann sogar der Hüftkopf aus der Hüftpfanne rausgleiten. Das heißt dann Hüftluxation. Das kann entweder beidseits auftreten oder aber auch nur auf einer Seite. Bei einer frühkindlichen Hüftdysplasie, da handelt es sich oft um eine Reifestörung. Es können aber auch verschiedene Ursachen während der Schwangerschaft der Auslöser dafür sein oder andere Fehlstellungen oder Erkrankungen können auch Grund für eine Hüftdysplasie sein. Zum Beispiel bei ICP sind die Hüften bei der Geburt meistens unauffällig und es entwickelt sich erst im Laufe der Zeit. Da gibt es halt auch verschiedene Ursachen. Das ist zum Beispiel ein erhöhter Muskeltonus oder ein muskuläres Ungleichgewicht, aber auch der Wachstum spielt da eine große Rolle. Bei Hüftdysplasie gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Im frühkindlichen Alter fängt man da oft mit breiten Wickeln oder einer Spreizhose an. Bei einer mittelgradigen Hüftdysplasie geht man dann entweder konservativ mit einer Orthese oder mit einem Lagerungssystem oder operativ. Was noch ein wichtiger Bestandteil ist, ist es auf alle Fälle die Physiotherapie. Mit der Kinderklinik in Aschau haben wir eine spezielle Versorgung für die Hüftdysplasie entwickelt. Und zwar die V, die steht für Polyk-Hüftabduktionsorthese. Und wie Sie sehen, sie besteht jetzt quasi aus 4 Hülsen und einem Gelenk mit Gastrocnemius-System in der Mitte. Das Gelenk ist dafür verantwortlich, dass die Beine nachts in die Abspreizung gebracht werden, was dafür sorgt, dass der Hüftkopf wieder schön mittig in der Hüftpfanne zentriert liegt. Die Vorteile von dieser V sind, die haben aus dem 3D-Drucker, das heißt, sie sind super leicht und auch wirklich schön flexibel. Und durch die frei beweglichen Kniegelenke, die wir verbaut haben, haben die Kinder die Möglichkeit, nachts die Knie abzuwinkeln, was schon zu einer viel besseren Akzeptanz geführt hat. Und außerdem können die Kinder, sollte die Spastik in der Nacht einschießen, die Beine zusammendrücken. Und sobald der Muskeltonus wieder nachlässt und die Muskeln entspannt sind, werden die Beine wieder gespreizt und der Hüftkopf liegt wieder schön mittig in der Hüftpfanne. Diese Funktion ist halt auch wichtig für die Kinder, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie sich nachts von selber drehen können. Also das können sie, wenn sie auf dem Rücken liegen, auf die Seite drehen, die Beine klappen zusammen und sie drehen sich weiter und liegen dann auf dem Bauch. Der Versorgungsablauf ist in etwa so, der Arzt stellt fest, dass so eine Versorgung benötigt wird und gibt auch vor, in welchem Winkel dass die Hüfte dann abgespreizt werden soll. Dann kommt man zu uns im Haus, es wird ein Scan durchgeführt, wir lassen die Orthese drucken und es brauchen nur einen zweiten Termin, wo dann die Orthese anprobiert und angepasst wird. Genau, regelmäßige Kontrollen beim Arzt und auch bei uns im Haus sind dann unbedingt auch noch notwendig.